um das Leben bewusst wahrzunehmen, sollte man auch bewusst leben. Bewusst leben heißt eben die Zeit, die man hat, wahrnehmen und sie nicht mit unbewussten Verstandesaktivitäten vergeuden. Viele Leute arbeiten auf irgendein Ziel hin, wollen irgendwann in den Urlaub oder wollen Feierabend haben oder auf irgendeine Lebensaufgabe oder dass sie irgendwann mal glücklich werden oder irgendwie einen Partner irgendwann mal bekommen, und so lange warten sie. Und in dieser Zeit des Wartens leben sie unbewusst. Das heißt, sie nehmen das, was jetzt im Hier und Jetzt stattfindet, nicht als etwas wahr, was einen Wert für sie hat. Und dadurch passiert es eben, dass diese Menschen unbewusst leben, und wenn man nicht bewusst Dinge wahrnimmt, seine Umgebung wahrnimmt, im Hier und Jetzt lebt, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und wenn man versucht, alles bewusst wahrzunehmen, den jetzigen Zeitpunkt nicht als Mittel zum Zweck benutzt, um irgendwo anzukommen, irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu erreichen, sondern dieses Hier und Jetzt als das Einzige, was es gibt, erkennt, dass es nichts anderes gibt als das Hier und Jetzt. Und dass, wenn man das Hier und Jetzt verleugnet, dass man quasi sein ganzes Leben verleugnet, weil alles, was ist, ist das Hier und Jetzt. Und wenn man das nicht anerkennt, dann lebt man dauerhaft im Kopf, dauerhaft in einer Illusion, dauerhaft in einer Vergangenheit und in einer Zukunft. In einer Vergangenheit, die man entweder bereut oder zu der man sich zurücksehnt, und in einer Zukunft, vor der man Angst hat oder die man sich herbeisehnt, sozusagen. Und wenn man bewusst lebt und Dinge wahrnimmt, also den Atem spürt, die Dinge ohne Verstandesaktivität einfach wahrnimmt, dann vergeht die Zeit viel langsamer. Das heißt, dann kommt einem eine Woche vor wie 4 Wochen plötzlich, vom Zeitgefühl im Nachhinein. Und das ist es, was das Leben lebenswert macht. Wenn man am Ende im Sterbebett liegt und man denkt, wie schnell ist die Zeit jetzt vergangen? Ich bin jetzt schon 80 und ich kann mich noch erinnern, da war ich 20, und was ist in den letzten 60 Jahren passiert? Warum ging das so schnell rum? Habe ich überhaupt gelebt? Oder habe ich einfach mich von der Gesellschaft quasi brainwashen lassen und von den Medien und habe einfach in so einem Dur-State, also in so einem unbewussten Status gelebt und vor mich hin vegetiert sozusagen? Oder habe ich mir Gedanken gemacht, war ich bewusst? Habe ich Dinge wirklich wahrgenommen mit tiefstem Herzen, ohne den Verstand dazwischen zu schalten, ohne alles zu analysieren und ohne alles benennen zu wollen, bewerten zu wollen und so weiter. Und das ist ein wichtiger Aspekt zu erkennen, dass man vielleicht die Bewusstheit immer öfter einschalten sollte, auch in die ganz normalen Dinge des Lebens, wie zum Beispiel Geschirr waschen, spazieren gehen. Natürlich fällt es einem einfacher, hier am Strand bewusst zu sein und Dinge zu genießen, aber man ist nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche an einem Strand oder an einem schönen Ort oder im Urlaub. Man ist auch mit seinen Pflichten konfrontiert, mit seinen negativen Dingen, mit dem, wo man sich herausfordern muss, wo man sich motivieren muss, um irgendwie weiterzukommen. Und selbst diese Dinge sollte man bewusst machen, bewusst tun und nicht sie tun, damit sie endlich fertig sind und so weiter. Das dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.